Hallo und herzlich willkommen zur ersten kleinen Änderung beim neuen Format. Ich schreibe ab jetzt für die längeren Videos Skripts, weil ich mich bei einer halben Stunde dauernd wiederholen würde, wenn ich nicht irgendwas ablesen kann irgendwo. Und es stellt sich raus, dass ich ein Skript geschrieben habe, oder zumindest das Intro zu einem Skript geschrieben habe, und ich das nicht wirklich verwenden kann. Also nehme ich das Ganze soweit ich kann auf, weil das, was drin ist, ist halbwegs interessant und stelle es als kleines Hirnfurz-Video hoch. Das heißt für euch, dass auch wenn ich meinen Ansatz in dem Video nicht zu Ende verfolgen kann, ihr trotzdem irgendwas an Material bekommen könnt dafür, was halbwegs interessant sein könnte, eventuell, vielleicht manchmal. Egal, kommen wir zum Video. Diejenigen von euch, die die Vorlesungen von Brandon Sanderson schon mal gesehen haben, werden die Begriffe Epic Fantasy und Heroic Fantasy schon kennen. Für die anderen eine ganz fixe Erklärung. Heroic Fantasy bezeichnet Sachen wie beispielsweise Conan den Barbaren. Die Helden sind überlebensgroß, Magie ist dunkel und geheimnisvoll und die Welten und Geschichten sind meistens relativ simpel und düster gehalten. Während Epic Fantasy im Grunde die Tolkien-Variante wäre. Die Welt ist detailliert und komplex. Die Helden sind meistens realistischer und komplexer als die Helden in Heroic Fantasy. Die Geschichten sind in der Regel episch und übernatürliche Wesen und Fähigkeiten sind relativ häufig. Und das ist an und für sich eine gute Definition für grundlegende Fantasy-Genre, aber meiner Meinung nach hat die Definition eine kleine Lücke, einfach weil man zu viel auf einmal abdecken möchte. Also mache ich das, was ich immer mache. Ich mache die Dinge absurd simpel. Ihr seht, viele Geschichten sind schwer in diese beiden Kategorien einzuordnen. Beispielsweise war Sandersons Kommentar zu das Lied von Eis und Feuer Reihe, dass Martin irgendwo zwischen den Stühlen steht, weil zwar die Story und Welt so weit ausgearbeitet sind, dass es eigentlich Epic Fantasy wäre, aber es einen so extrem niedrigen Magiegehalt gäbe, dass es im Grunde Heroic Fantasy sein müsste. Also wäre im Grunde alles Epic Fantasy außer dem Magiegehalt. Und daher würde ich diese beiden Elemente gerne trennen. Und die Begriffe, die ich dann entsprechend benutzen würde, wären High Fantasy und Low Fantasy. Und ja, ich weiß, High Fantasy und Low Fantasy sind eigentlich Synonyme für Heroic Fantasy und Epic Fantasy, aber ich versuche hier was zu erklären, also vertraut mir einfach, es wird funktionieren. Also, ich sehe Heroic Fantasy und Epic Fantasy rein als Beschreibung für Worldbuilding und für die Story selbst. Eine komplexe Welt mit einer epischen Geschichte ist Epic Fantasy, egal ob es jetzt ein oder 80 Elfen gibt. Und eine einfache Story in einer simplen Welt wäre Heroic Fantasy, egal ob man mit Knüppeln oder mit Lichtschwertern kämpft. High Fantasy hätte einfach einen hohen Anteil an übernatürlichen Sachen und Low Fantasy einen niedrigen Anteil. Und wenn wir diese vier Eckpunkte nehmen, kann man im Grunde ein Koordinatensystem erstellen, in dem man jede Fantasy-Story relativ problemlos einordnen kann. Das Lied von Eis und Feuer hat eine detaillierte Welt und eine epische Geschichte, die sich über zwei Kontinente und mehrere Jahre erstreckt. Und gleichzeitig sind diese ganzen übernatürlichen Effekte, also Riesen, Kinder des Waldes, Drachen, Magie und so weiter, relativ selten und sehr besonders. Somit wäre es sowohl Epic Fantasy als auch Low Fantasy. Der Herr der Ringe hat eine ausgearbeitete Welt und eine detaillierte Story und gleichzeitig sind übernatürliche Wesen und Magie relativ häufig, also wäre es sowohl Epic Fantasy als auch High Fantasy. Conan hat eine recht einfache Story und wenig Übernatürliches, also wäre es Heroic Fantasy und Low Fantasy und so weiter und so weiter.